Hallo. Also ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr alle da seid, dass wir heute gemeinsam miteinander sprechen werden. Wie ihr schon gehört habt, spreche ich heute über Social Walls als effizienten Teil eures Marketingmixes. Ich muss leider hier mit der Hand ein bisschen weiter drücken. Mein Name ist Griechenbauer Veronika und ich arbeite als Online-Marketing-Managerin bei Walls.io. Hier oben könnt ihr unser Team sehen, gemeinsam mit unseren Kollegen und Kolleginnen von SWOT.io. Walls.io, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, macht Social Walls. Das ist im Grunde ein Social Media Marketing Tool, das auf verschiedene soziale Kanäle zugreifen kann, also Facebook, Instagram, Twitter, aber auch Pinterest, RSS-Feeds. Und basierend auf den von euch definierten Hashtags, Pages oder Keywords, die einzelnen Posts rauszieht und präsentiert. Besonders geeignet ist das Tool natürlich für User-Generated Content. Und das ist also ein bisschen der Grundstein von dem Vortrag, den ich heute halten werde, weil ich habe ganz viele Beispiele rausgesucht von unseren Kunden und Kundinnen, wie die tatsächlich täglich damit arbeiten, um euch vielleicht ein bisschen Inspiration zu geben oder eine Idee, was man damit machen kann. So, nur mal ganz kurz zum Anfang, dass wir alle da am selben Ort sind. Was ist User-Generated Content? Ganz allgemein, wenn man es übersetzt, ist natürlich einfach Inhalte, die von User und Userinnen geschaffen worden sind. Wir Marketer hoffen da ja immer idealistisch ein bisschen auch von Fans bewusst gestaltete Inhalte, am besten natürlich gleich Videos oder Fotos. Aber oft zählen da auch einfach nur ganz profane Amazon-Bewertungen dazu, Google-Bewertungen und genauso eben auch Tweets, Facebook-Posts und alle Einträge auf Foren. So, warum ist User-Generated Content denn so wichtig? Ich habe das Gefühl, wir alle kennen den Begriff. Schon seit einiger Zeit schwirrt der ein bisschen in unseren Sphären herum, weil einfach wir alle merken, dass oft diese klassischen Formate nicht mehr so ziehen wie früher. Und natürlich das Außergewöhnliche, woran wir alle am meisten gleich denken bei User-Generated Content, ist natürlich die Reichweite und die Interaktion. Denn ich als Marke habe ja organisch in meinen Social-Media-Kanälen einfach eine begrenzte Reichweite, wenn ich nicht einen Haufen Geld noch zusätzlich hineinpumpe. Und wenn ich jetzt aber Fans dazu bekomme oder Fans ganz von alleine darüber anfangen zu posten, haben die ja ganz andere Followerschaft wie meine Marke normalerweise. Das heißt, ich erreiche wirklich Menschen, die sonst außerhalb von mir sind. Gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle auch, den Post von einem Freund oder Freundin zu liken oder sharen oder zu teilen, wie es zum Beispiel bei einer Marke oder einem Produkt der Fall ist. Ganz klar sind die Kosten da auch ein bisschen niedriger, wie wenn ich zum Beispiel einen Influencer damit beauftragen würde, der ja im Grunde mir dasselbe liefern kann, also auch mehr Reichweite, mehr Interaktionen, aber natürlich ist da normalerweise ein ganz anderer Preis dahinter. Und oft sind das auch wiederverwendbare Inhalte, die ihr auch für andere Kanäle verwenden könnt. Ich sage es aber gleich im Vorhinein, das kommt immer auf Fall zu Fall darauf an, ob das immer möglich ist oder nicht. Noch dazu schafft ihr mit User-Generated Content tatsächlich eine engere Beziehung zu euren Followern, weil ihr ihnen eine Plattform bietet, selbst Teil der Kommunikation über die Marke zu werden. Und das ist natürlich immer schön und schafft einfach Vertrauen. Und zwar nicht nur auf der Seite von den Fans, die ihr bereits schon habt, hallo, sondern auch auf der Seite von denjenigen, die euch vielleicht noch nicht kennen. Ja, natürlich ist natürlich einfach eine Art von Social Proof, wenn ich sehe, wie andere Menschen bereits mit dem Produkt interagieren, was die damit machen, was sie darüber denken. Und worauf wir alle bei sowas hoffen, ist natürlich immer, dass uns das ein Haufen neuer Conversions bringt. Tatsächlich gibt es dazu auch einige Studien, das sind jetzt Zahlen aus den USA, weil das für uns persönlich einfach der Hauptmarkt ist. Die europäischen Zahlen sind aber sehr ähnlich und da springt es eigentlich eh gleich ins Gesicht. 90% geben an, dass User-Generated Content für sie ein starker Einfluss ist, wenn es um den Kauf von Produkten geht. Ja, haben wir uns wahrscheinlich eh schon so ein bisschen gedacht, ist nichts Neues, aber das Außergewöhnliche ist, dass sogar 81% angeben, dass sie dazu bereit sind, mehr Geld auszugeben für ein Produkt, das User-Generated Content hat, wie weniger Geld auszugeben für eins, das keines hat.
Unglaublich, oder? Ich meine, im Grunde bedeutet das, dass ich dazu bereit bin, 5 Euro mehr für ein Handy-Ladekabel auszugeben, nur weil ich sehen kann, wie Menschen damit schon umgehen, was die für Handys damit laden, was die vielleicht sagen, wie es sich anfühlt, als für ein Produkt, für ein Handy-Ladekabel, das günstiger ist, aber dafür keins hat. Und das ist natürlich etwas, was wir uns alle einfach zu Nutzen machen sollten. Und wie man das am besten macht, also wie man diesen ganzen User-Generated Content, der so rumschwirrt, in allen verschiedenen Netzwerken sammelt, ist ganz einfach und sehr günstig, normalerweise über eine Hashtag-Kampagne. Nur mal kurzer Überblick, die Hashtag-Kampagne sammelt also ganz schön die einzelnen Posts zusammen. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung ist immer am besten, man wählt einen emotionalen Hashtag. Also wenn ihr euch überlegt, wenn ihr gerade ein Foto postet, wie ihr von eurem letzten Joggen aus dem Rad rauskommt, ist natürlich schöner drunter zu posten, Hashtag Just Do It anstelle von Hashtag Nike. Und dann ist natürlich auch großartig, wenn ihr auch einen einzigartigen Hashtag findet, weil so könnt ihr das schön runterfiltern auf die Posts, die tatsächlich für euch und für eure Marke interessant sind. Ist natürlich nicht immer so einfach, das ist mir klar. Vor allem, wenn man sich bedenkt, er muss emotional sein, er muss einzigartig sein und dann soll er da noch unglaublich viel Sinn machen. Aber man kann es zumindest versuchen, so einzigartig wie möglich zu gestalten. Und das geht natürlich dadurch, wenn ihr euch überlegt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, es macht einen Unterschied, ob ihr jetzt habt den Hashtag JustDoIt oder Hashtag ILoveRunning. Ganz klar, bei dem anderen werden einfach mehr Sachen reinkommen, auch Sachen, die nicht interessant für euch sein werden. So, dann kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, zeigt es vorher jemandem mit einem dreckigen Humor. Es dauert 2 Minuten allerhöchstens. Ich verspreche euch, ihr selbst seid zu tief drinnen in der Kampagne, ihr werdet es nicht mehr erkennen und ihr erspart euch sehr viel Ärger, wenn ihr das im Vorhinein einfach kurz abklärt. So, wenn ihr also euren perfekten Hashtag kreiert habt, muss er natürlich bekannt gemacht werden. Ja? Bringt er nichts, wenn er nur bei euch rumsitzt. Da ist natürlich am besten, ihr nutzt alle Kanäle, die euch zur Verfügung stehen. Macht natürlich nur Sinn, wenn ihr eure Zielgruppe da erreicht. Wenn ihr überlegt, jemand wie Billa oder Merkur, die machen zum Beispiel unglaublich viel Fernseh-, Radio-Werbung, haben natürlich auch Werbemöglichkeiten in ihren Werbeleaflets, die sie von Haustür zu Haustür bringen. Die können das natürlich auch für sich nutzen. Jemand wie wir von Walls.io, ein Softwareunternehmen, braucht nicht anfangen, dass wir mit Fernsehwerbung starten, weil wir unsere Zielgruppe einfach nicht erreichen werden dadurch. So, jetzt haben wir unseren Hashtag, er ist draußen in der Welt und wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie ihn verwenden? Ich kann wieder aus Erfahrung sprechen, wenn ihr NGO seid, wenn es um einen guten Zweck geht, werdet ihr damit überhaupt keine Probleme haben, weil die Leute einfach unglaublich gern darüber posten und das sharen. Kein Problem. Wenn es aber jetzt ganz profan um ein Produkt geht, muss man schon ein bisschen einen Anreiz oft schaffen und ihr kennt das bestimmt alle aus euren Social Feeds. Wenn mal wieder heißt, poste doch deine Lieblingsposition mit deinem Handy-Ladekabel und gewinne ein iPhone. Ja, so in etwa funktioniert das oft ganz gut für die Marken. So könnt ihr es schaffen, dass die Leute anfangen, darüber zu sprechen und darüber zu posten. Und dann ist es zum Schluss eben an der Zeit, die einzelnen Posts alle zusammenzuholen, aus den verschiedenen Plattformen heraus und auf einer Social Wall zu präsentieren. Vor allem natürlich auch für die Leute, die schon mitgemacht haben, weil die ja auch sehen wollen, was alle anderen tun. Und auf so einer Social Wall habt ihr eben die Möglichkeit, dass nur die Posts angezeigt werden, die ihr auch haben wollt, weil im täglichen Social Media Leben kommt auch oft einmal gern was anderes mit rein. Und ich glaube, an das, wo wir alle als allererstes immer denken bei Social Walls, ist natürlich auf Konferenzen. Wir alle waren schon auf den Konferenzen, wir alle kennen es, die Social Wall, die dort vorhanden ist. Das hier ist zum Beispiel ein Beispiel vom Chrome Dev Summit. Die haben das zwischen ihren Sessions immer auf der großen Leinwand projiziert. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen mit dem Licht. Und da war es tatsächlich so, dass sie halt so einen Weg gefunden haben, um so eine Brücke zu schlagen zwischen den Vortragenden und den Teilnehmenden, zwischen Online und Offline. Denn vor allem, wenn ihr euch überlegt, wenn ihr selbst auf so einer Konferenz seid, vor den Sessions, nach den Sessions, sitzt ihr halt da. Ihr habt Zeit.
Das heißt, einmal ist es eine schöne Möglichkeit, die Leute zu entertainen und gleichzeitig spornt es sie auch an, dass sie selber einfach kurz ihr Handy in die Hand nehmen und einfach hochladen. Die haben das sogar so gemacht beim Dev Summit, dass sie es an mehreren Stellen ganz präsent gezeigt haben. Also hier zum Beispiel sieht man auch, wie sie es bei der Kaffeestation haben oder dann eben auch nur auf dem Handy. Das bedeutet, egal wo ihre Teilnehmenden waren, sie hatten die Möglichkeit, die Vault zu sehen, was passiert und auch selbst mit einzusteigen. Bei einem weiteren Event von Google, beim Android Dev Summit, haben sie es sogar nicht nur für die Teilnehmenden gemacht, die physisch auf der Konferenz waren, sondern auch für alle, die nicht dabei sein konnten. In dem Fall ist es so, dass alle Sessions, die auf der Konferenz gehalten worden sind, auch live übertragen wurden. Und vor den einzelnen Sessions ist dann immer die Social Wall angezeigt worden. Was natürlich für jeden, der nicht dabei sein kann, unglaublich schön ist, zu erfahren, was gerade auf der Konferenz passiert, wie die Leute miteinander umgehen, wie ist die Stimmung, wie ist der Vibe. Ja? Und einfach auch ein Teil der Konferenz zu werden, obwohl sie gar nicht mit dabei sind. Es war dann in dem Fall sogar so, dass sie teilweise hier die Weltkarte als Thema verwendet haben. Das bedeutet, da werden die Posts angezeigt, basierend auf der Location, wo sich die Leute befinden. Und das heißt, auch die Teilnehmenden, die physisch auf der Konferenz waren, hatten die Möglichkeit zu sehen, wie international das Publikum eigentlich gerade ist. Und ihr seht es bei dem Post, I appreciate the pin for Denver. Also ich bedanke mich für den Pin von Denver. Die Leute freuen sich auch einfach drüber, wenn sie sich selber sehen, wenn sie selber merken, dass sie doch dabei sind, obwohl sie physisch nicht anwesend sein können. Jetzt kann man solchen Content nicht nur für temporäre Konferenzen verwenden, sondern man kann ihn auch dauerhaft nutzen. Zum Beispiel hier seht ihr die Karte von Deepish Mode, die haben einen Film rausgebracht. Spirits in the Forest, der geht um einer ihrer Konzerte und sie haben auf der Wall dargestellt, wie die Leute weltweit darüber sprechen. Die haben es tatsächlich so gemacht, dass sie auf ihrer Seite zu dem Film haben sie genau drei Buttons und zwar einmal ist es Join the Conversation, dann ist es Watch Now und dann Listen. Das bedeutet im Grunde, entweder du hörst es dir an, du schaust es dir an oder du sprichst darüber. Also sie erschaffen sofort eine unglaubliche Gemeinschaft und schaffen es dadurch weltweit, ihre Fans miteinander zu verbinden. Und das Beste jetzt an unserer Stelle dafür ist ja, die haben sonst nichts auf der Webseite. Das heißt, die müssen sich um nichts kümmern. Der Content kommt ständig frisch hinein. Und guter Content, ja, das ist ja tatsächlich einfach das, wie die Leute mit dem Film umgehen, was sie darüber denken. Und die haben einfach keine Arbeit mehr damit. So, jetzt haben wir viel darüber geredet, was User-Generated Content ist, was man damit vielleicht machen kann. Aber wie mache ich es zu Geld? Wir haben da Kunden von uns, Bayer Dynamics, die machen Headphones, Mikrofone, Verstärker, also alles, was mit Sound zu tun hat. Und die haben es tatsächlich so gemacht, dass die eine Social Wall auf ihrer Webseite haben und die Posts, die reinkommen, mit den Produkten rausziehen und sie jeweils mit einem Call to Action, in diesem Fall ist es Learn More, zur Produktseite verbinden. Das heißt, jeder Nutzer oder Nutzerin, die auf die Webseite kommt und sieht, wie die Leute mit dem Produkt umgehen, wie die das nutzen, kann auch automatisch sofort auf die Produktseite und das Produkt auch kaufen. Und wir haben mit dem Zuständigen dort vor Ort gesprochen und er hat schon gesagt, dass sie tatsächlich sich da jeden Tag 20 Minuten Zeit nehmen. Ihre Wall ist komplett auf manueller Moderation. Das bedeutet, es wird nichts angezeigt, was nicht vorher freigegeben worden ist. Und sie schauen sich an, welche Beiträge reinkommen, finden das dazu passende Produkt, verbinden es und stellen es live. Und natürlich sagt er, es ist ein bisschen Arbeit, aber für sie ist das vollkommen wert, weil sie einfach so sicherstellen können, dass sie einen cleanen Feed haben und alles konsistent ist. Das waren auch Kunden, die tatsächlich damit begonnen haben, ihren Hashtag nicht nur online zu promoten, sondern auch offline. Ihr könnt es hier sehen, das ist ein Produkt, das ein Leaflet mit dabei hat, das dazu auffordert, die Gemeinschaft, die Community von Ihnen zu begleiten. Und das ist tatsächlich das Erste, was die Kunden und Kundinnen sehen, sobald sie das Produkt öffnen, ist die Aufforderung, ein Teil davon zu werden und mit zu posten, was für sie großartig funktioniert.
Es gibt aber auch noch andere Kunden und Kundinnen, die das noch viel stärker gemacht haben. In diesem Fall ist das ein Beispiel von den österreichischen Lotterien. Die kennt ihr bestimmt von der Trafik. Nebenan gibt es immer diese kleinen Rubbellose. Das sind eben die. Und die hatten eine Kampagne am Laufen, circa einen Monat lang, wo sie verlost haben, dass man eine monatliche Rente ein Leben lang bekommt. Und die Aufforderung dazu war, dass man unter dem Hashtag ein Leben lang postet, was man damit machen wird. Und die besten Einsendungen würden gewinnen. Und es ist unglaublich, innerhalb von einem Monat haben sie circa 20.000 Einsendungen bekommen. 70% davon waren allein von Facebook. Und jetzt ist für uns so außergewöhnliche 40%, also fast die Hälfte des ganzen Traffics auf die Seite, wo die Wall war, kam direkt. Das heißt, die Leute haben sich tatsächlich hingesetzt, haben die URL, die sie irgendwo gelesen haben, eingetippt. Und wir Marketer, wir wissen alle, wie unglaublich schwierig es ist, dass wir Leute dazu bekommen, manuell eine URL irgendwo einzutippen. Ich muss auch zugeben, natürlich, die haben einen tollen Gewinn gehabt. Das ist ganz klar, das kann nicht jeder so machen. Aber der beste Gewinn hilft ja nichts, wenn keiner was weiß davon. Und da haben sie halt wirklich einen tollen Job gemacht und haben es wirklich über ihre ganzen Kanäle, die sie hatten, promotet. Also nicht nur über die Rubbellose, sondern sie haben genauso auch Fernsehwerbung gemacht, Radiowerbung und Printwerbung. Und damit ist es zu so einem Erfolg geworden. Das war jetzt eine Kampagne, die eine Social Wall verwendet hat, um ihr eigenes Produkt zu promoten. Hier sehen wir ein Beispiel vom Schloss Schallaburg, die die Social Wall und den User-Generated Content tatsächlich als Bestandteil ihres Produktes verwendet haben. Das ist ein Museum, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, das ist kurz außerhalb von Wien und die hatten 2019 die Ausstellung Meiner Hände Werk. Da ging es also darum, dass sie darstellen wollten, was die Menschen mit ihren eigenen Händen erschaffen konnten oder können. Und in diesem Zusammenhang haben sie dann auch den sogenannten Self-Empowerment 4.0 Raum entwickelt, in dem auf der Social Wall dargestellt war, was die Leute selbst erschaffen haben. Sie haben also die Besucher und Besucherinnen aufgefordert, hochzuladen, was sie mit ihren Händen erschaffen. Und somit konnten diese Teil der Ausstellung werden, was natürlich ein wunderschöner Gedanke ist für jeden, der ein Museum besucht. Gleichzeitig war es auch eine großartige Möglichkeit für das Museum, mit seinen Besuchern und Besucherinnen zu interagieren. Weil oft, ihr wisst es selbst, man geht an ein Museum und wird sehr passiv. Also du schaust dir was an, du hörst jemanden zu, aber im Grunde war es das. Und so haben sie die Möglichkeit gehabt, ihre Besucher und Besucherinnen auf eine andere Ebene zu erreichen und mit ihnen zu interagieren. Was natürlich immer bei so einer Interaktion hilft, ist ein Fotobooth, ganz klar. Ihr seht hier das Sommerkundenfest von den Kollegen und Kolleginnen von SWOT.io. Die hatten da gemeinsam mit ihren Kunden und Kundinnen einen Fotobooth aufgestellt und die Fotos, die sie gemacht haben, es ist automatisch hochgeladen worden zur Social Wall, die dann eben auf dem Fest dargestellt wurde. Hat unglaublich gut funktioniert. Der Grund, warum ich euch das jetzt hier zeige, ist, weil meine Idee dahinter ist, dass das zum Beispiel auch sehr gut für jeden Retail-Store funktioniert. Wenn ihr euch zum Beispiel überlegt, ich weiß nicht, wer da in letzter Zeit mal war, aber beim Snipes auf der Maria-Hilfer-Straße, da haben die auch eine kleine Fotobooth-Ecke. Da kannst du dich fotografieren, einfach nur deine Schuhe unten, wie du sie trägst. Und dann wird es hochgeladen. Wenn man diesen Content jetzt nehmen würde und auf eine Social Wall projizieren, zum Beispiel im Schaufenster, auf die Webseite, auf der Produktseite, hat man einmal einen wahnsinnigen Ansporn, dass die Leute in den Laden kommen und gleichzeitig die perfekte Präsentation des eigenen Produktes, weil es ist, was die Leute tragen. Wer sowas in die Richtung zum Beispiel macht, ist Zotter. Die haben ja eine Produktionsstätte in der Nähe von Graz und die kann man auch besuchen gehen. Und während dieser Produktionsstätte kommt eben auch mal der Social Hub. Das ist eben ein Bildschirm, den man auch berühren kann. Also er bewegt sich aufgrund der Handbewegung und zeigt alle Social Posts, die zur Marke oder zum Produkt gepostet werden. Die von Zotter, mit denen haben wir auch gesprochen, die haben sich auch dazu entschieden, dass sie die Social Wall rein auf ihre Webseite einbetten. Und zwar aus dem Grund, das ist jetzt tatsächlich keine Lüge, weil sie sagen, für sie ist es einfach eine unglaublich schöne Art und Weise, ständig neuen frischen Content zu kriegen und sie müssen sich um die Webseite nicht mehr kümmern.
sie sind nicht mehr dafür verantwortlich, dass der Content produziert wird, sondern er ist ja schon da. Ein ganz schöner Nebeneffekt, den das Ganze gehabt hat, an den vorher niemand gedacht hat, war, dass es einen wahnsinnigen motivierenden Effekt auf alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Standort gehabt hat. Weil zum ersten Mal haben die Leute, die da in der Fabrik arbeiten, gesehen, wie Menschen mit ihrem Produkt, mit ihren Erzeugnissen umgehen und was das für eine Freude bringt. Und ich glaube, das ist etwas, wo man im ersten Augenblick immer nicht so daran denkt, so Social Media, User-Generated Content, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist ja oft auch ein bisschen ein Tabuthema, aber es gibt ganz tolle Möglichkeiten, dass man das mit einbindet. Zum Beispiel BMW macht es mit ihren regelmäßigen Working Out Loud Konferenzen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden. Da haben sie eben auch eine Social Wall, die sie immer vor und nach den Präsentationen auf dem großen Screen zeigen und so die Leute motivieren mitzukommen. Also Working Out Loud ist ja sowieso eben so ein neuer Ansatzpunkt, gemeinsam zu arbeiten, und deswegen hat es ganz gut für sie mit der Social Wall funktioniert. Und wir haben auch mit dem zuständigen Kollegen dort vor Ort gesprochen, wie sie das handeln, wie sie das regeln, und er hat zum Beispiel gemeint, dass es überhaupt nicht notwendig ist, die Wall zu moderieren. Die ist auf automatisch, das bedeutet, jeder Post, der reinkommt, wird hochgeladen, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so positiv darauf reagieren und es ihnen so viel Spaß macht, zu zeigen, was sie auf der Konferenz machen, mit wem sie unterwegs sind, was sie darüber denken, dass sie einfach immer einen wunderschönen Feed haben. Man kann es auch noch einen Schritt weiter denken, und zwar hat das Cisco gemacht. Die haben das tatsächlich komplett in ihre interne Kommunikation integriert. Es ist ja ein wahnsinnig großes Unternehmen, ihr kennt das bestimmt alle von den Telefonen. Und die haben immer das Problem gehabt, dass sie einfach sehr distanziert oft zueinander waren. Sie haben zum Beispiel in ganz regelmäßigen Abständen, ich glaube es einmal im Monat, eine Art Sure Fix. Das ist das Cisco Beat, in dem alle Standorte zusammenkommen und miteinander einfach kurz abstimmen. Was machen wir, was sind die Ziele, was haben wir gemacht? Und sie hatten immer das Problem, dass die Standorte einfach sehr weit auseinander sind. Also ein persönliches Treffen war sowieso nicht möglich. Und vor allem, dass es oft in unterschiedlichen Zeitzonen war oder ist. Und deswegen haben sie ja beim gewissen Punkt wieder das Map-Theme von der Social Wall eingeführt, weil es eben da darum geht, zu zeigen, von wo die Leute posten. Und so konnten alle Kollegen und Kolleginnen sehr schön sehen, wer von den einzelnen Standorten gerade was postet und was dazu denkt. Und sie haben es auch vollkommen so angenommen und schaffen es damit, eine Art von Gemeinschaft und Kollegschaft zu erschaffen, die vorher einfach nicht möglich war. Ich glaube, ich habe jetzt einen Haufen Beispiele und Ideen für Social Walls gegeben. Also wie gesagt, ihr könnt es für die interne Kommunikation verwenden, ihr könnt es für die externe Kommunikation verwenden, um Produkte zu promoten, um die Marke zu promoten. Oder eben auch einfach für Events, um mit Leuten zu interagieren. Das ist einfach der Grundgedanke davon. Und ich wäre nicht die Online-Marketing-Managerin von Walls.io, wenn ich euch nicht nur kurz erzählen würde, was gerade bei uns die besonderen Vorteile sind. Wir haben ja schon kurz darüber geredet. Wir unterstützen eben diverse Plattformen. Eine Wall zu erstellen dauert keine 5 Minuten bei uns. Wir haben es tatsächlich getimed und die schaut dann sogar gut aus. Ihr könnt es ganz einfach integrieren in euer CMS oder eure Webseite. Es gibt ein vorprogrammiertes Code-Snippet, das müsst ihr einfach nur einpflegen. Die Inhalte hinzuzufügen ist sowieso super einfach. Ihr definiert einfach nur die Filter, die es dafür geben soll. Welchen Channel will ich, welches Keyword will ich, fertig ist es. Ihr habt auch die Möglichkeit von Native Posts, das bedeutet, ihr könnt es direkt aus dem Tool heraus auf die Wall posten und müsst nicht über einen Social-Media-Kanal gehen, wenn ihr zum Beispiel Informationen habt, die eben für die Betrachter und Betrachterinnen der Social Wall, besonders für Events ist das ja sehr geeignet, interessant sind, aber vielleicht für eure restlichen Follower nicht unbedingt. Gleichzeitig könnt ihr es komplett an eure CI-Guidelines anpassen. Wir haben einen sehr mächtigen Style-Editor, und wem das noch nicht reicht, gibt es immer noch CSS, das man auch noch anpassen kann. Alles ist komplett responsive, ihr habt es gesehen, ob auf riesigem Screen oder winzigem Handy, euer Content wird immer super aussehen. Es ist verbunden mit Google Analytics, ihr könnt es also alles sehr schön tracken.
Es gibt auch die Möglichkeit der manuellen Moderation. Das bedeutet, dass ihr entscheidet, welcher Post zu sehen ist und welcher Post nicht zu sehen ist. Das bedeutet, ihr seid komplett in Kontrolle der Wall. Und wir haben noch dazu einen unglaublichen Support, der innerhalb von bewiesenermaßen 5 Minuten antwortet. So, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass ihr jetzt nicht sofort Lust habt, eine Social Wall zu erstellen. Deswegen habe ich einen kleinen Coupon-Code für euch, die Backend Talks 20. Mit denen bekommt ihr 25% auf die monatlichen Abos. Ich sage danke von meiner Seite. Ich habe noch sehr viel mehr Beispiele, Ideen, Erfahrungen, die ich gern mit euch teile. Ich bin nur ein bisschen da. Also, wenn ihr danach Lust habt, kommt einfach vorbei und wir reden ein bisschen. Danke.